Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Bioshock und wir sind jetzt schon bei der 23. Folge und wir sind immer noch in, oder was heißt immer noch, warte mal kurz, so jetzt allein, wir sind in Fort Frolic, ich muss hier mal kurz schauen, ja in der Fleet Hall, im Fleet Hall Kino und genau, hier sind wir Torkugelstation und wir waren letztes Mal ja hier stehen geblieben, vorgestern am Dienstag, in der Eingangshalle hier. Wo ich gesagt habe, wo ich nicht weiter hoch wollte. Die Folge ist schon doch ein bisschen kürzer geworden. Knappe 10 Minuten. Ich hätte euch gedacht 12, aber naja. Dann schaue ich, dass ich es heute wieder angemessen die Länge mache. Boah, und hier gibt es so viele Sachen, wo man hin könnte. Und ich weiß einfach nicht, was ich zuerst machen soll. Wir haben hier die schöne Eingangshalle. Oh, mit dem schönen Herz und... Oh, das soll das... Ja, das ist ein Herz. Ja, und dann hier so viele schöne Sachen. Getter's Garden... Haben wir hier? Und was haben wir hier? Hier haben wir eine Genbank. Dann geht's hier so schön nach unten. Hier haben wir noch einen Bot-Shutdown. Soll ich hier überhaupt hin? Ich glaube schon. Achso, hier sind wir wieder in der Eingangshalle. Okay, passt. Gut, dann gehen wir hier mal einfach entlang. Gehen hier mal rein. Ich schaue hier mal kurz. Ich lade hier mal alles nach. So, das hier nachladen. Die hier nachladen. Dass wir alles sofort schussbereit haben. Die laden wir noch nach. So, weil der macht richtig hart Damage. Und den Kollege laden wir nach. Gut, dann haben wir alles nachgeladen. Ich muss hier noch schauen. Nee, wo war's? Hier haben wir den Granatenwerfer noch 11. Eine, okay. MG-Patronen haben wir wieder einige und Pistolenkugeln nur noch eine. Nicht gut, naja. Ich würde sagen, wir behalten mal die hier. Ne, erstmal die hier in der Hand. Haben wir hier nichts. Ah, doch, hier haben wir einen Mülleimer zum. Ah, nicht eine Spritze, nicht schlecht. Gut, dann gehen wir einfach mal den Pfeil entlang. Ja, oh ja, ja, schön. Ich liebe ihn, ja, falls ich es noch nicht gesagt habe. Will er mich verarschen? Keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. So, ich habe mir jetzt gerade mal ein Verbandskasten genommen. Hier haben wir noch eine Genbank. Ich gehe hier einfach mal hoch. Weil wir müssen hier erst eine Tür öffnen, schätze ich mal. Hier haben wir ganz schön viele schöne Sachen. Lol, wir können Gitarre spielen. Wow. Nein! Oh, das war so ein schönes Gitarrenkonzert. Nur die da, die haben genervt. Deswegen töte ich die jetzt. Aber der Shutdown geht ja nun mal lange. Und die werden es nicht schaffen, uns zu killen. Von dem her, noch 6 Sekunden. Dann sind wir durch. Ja, ja. Also, jetzt ist Ruhe. Okay. Was haben wir denn noch so? Gut, die gehen wieder. Jetzt habe ich die Gitarre. Wo habe ich die jetzt? Nein, wo ist die Gitarre hin? Naja, egal. Vielleicht müssen wir auch hier hin. Kannst du nur glauben, ich würde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite? Undenkbar! Ja, geil. Wo geht's hier hin? Aha. Hatte ich wieder den richtigen Riecher. Wir haben Verbandskaschen gekriegt und eine Spritze. Ich verstehe die Logik von dem Bot-Shutdown nicht. Wir müssen irgendwo hier hinten, in die Richtung. Kommen wir hier noch anders? Ja, hier ist unser Ziel. Hier hin. Von hier aus hier, aber da kommen wir auch nicht hin. Naja, wir schauen hier jetzt einfach mal. Hier haben wir noch eine Kiste, Zigaretten. Ja, ist ja gut, tötet mich wieder. Ich gehe hier einfach mal raus und schaue hier mal, was hier so. Ich muss mir jetzt mal hier Orientierung schaffen. Ich gehe hier mal rein. Hier waren wir nämlich auch noch nicht. Wow. Dinner for One oder was ist da los? Da hinten blinkt was. Wir haben einen Tagebucheintrag. Ich höre mir die ja immer nicht an, wie ihr es sicherlich gehört habt.
gehört habt, gesehen habt, weil, naja. Ich finde ihn ein bisschen. Boah! Oh, bin ich gerade erschrocken. Boah! Junge, jetzt bin ich gerade echt zusammengezuckt. Hui. Okay, ja, ich hier. Der Alarm geht mir so auf die Nerven. Aber, naja, dann setze ich ja aus. Hier haben wir noch eine Lagerkiste und schön viel Spritzen. 5 Stück haben wir. Und hier, was ist da los bei denen? Was ist da los? Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Kaffee, Zigaretten, immer gut. So, dann hier raus. Ich glaube, Verbandskaschen habe ich wieder genommen. Ich sollte ja jetzt einfach strikt nach den Fällen nach. Geh zum Fleet Hall Kino. Sander Kuhn will dich im Fleet Hall Kino unterhalten. Geh dorthin und stelle deine Nachforschungen an. Ja, das ist hier, das weiß ich. Aber wie komme ich in den Raum rein? Das weiß ich eben nicht. Hier, Fleet Hall. Oder Flat Hall oder was weiß ich. Mein Englisch ist not so gut. So. Hier hat es ja echt viele Kreuzungen und viele Wege. Ich schaue mir das ja immer gerne auf der Minimap an, weil ich finde es da einfach übersichtlicher. Hier haben wir noch einen Bot-Shutdown. Wir haben zwar nicht genug Geld. Ja. Och man, ich hasse ihn. Ach, hier kann er sein. Ah. Oh, 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 oh. Was sind das hier für häselige Geister? Oh, ich sehe gar nichts. Deswegen habe ich ja jetzt mehrere ins Inventar genommen. Ich probiere immer, dass die mit dem hier irgendwie stehen bleiben, dass ich die dann so killen kann, aber gerade funktioniert das nicht so und ich brauche einen Verbandskasten. Beim F haben wir hier, so. Jetzt haben wir nur noch 5 Stück. Komm, ist der Aufzug jetzt hier? Ja, sehr schön. Tschüss. Stopp! Ich muss den noch durchsuchen. Nein, 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 schnell. So. Und tschüss. Was ist denn? Hab ich was falsch gemacht? Okay. Wow, der Aufzug ist ja echt ultra schnell gewesen. Boah, das regt jetzt gerade auf die schöne Musik. Und dann der Bot-Shutdown noch. Oh, so schön. Heute ist echt Musikfolge. Ist Gitarre und dann Klaviersolo. Ich versuch's ja, bitte. Noch einmal, junger Fitzpatrick. Oh, der spielt schön. Naja, das Kostüm sieht ein bisschen merkwürdig aus. Okay. Ich will auch noch spielen. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera, fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung behalten. Okay, fotografiere den toten Pianisten. Ah, so machen wir schon das Bild. Nein, komm, komm. So. Chill doch mal. Hat er doch jetzt. Ich weiß. Zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Okay, also wir haben jetzt hier echt eine Fotografenarbeit. Wir haben jetzt hier einen Fotojob von ihm gekriegt. Wir sind jetzt Ausbildung zum Fotografen, haben wir jetzt abgeschlossen. Hat er ja selber gesagt, also. Trotzdem habe ich jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Hier rein. Hier müssen wir hoch. So, gehe ich hier mal zurück. Oh, ist jetzt ernsthaft mit dem Aufzug wieder nach unten?
Glaub schon. Ach so, doch, ich kann einfach so, okay. Gut. Ja, also, Ausbildung als Fotografen läuft bei uns. Wir sind hier schon Schütze und Fotograf. Darf ich, kann ich eigentlich alles fotografieren? Kein Motiv in Sicht. Kein Foto geschossen, okay. Gut, das habe ich auch nicht gewusst. So, sind wir wieder hier. Chill doch mal. Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Mach schon, hab keine Angst. Hä? Ja, hier. Oder? Was meint denn der? Wo muss ich das denn hinbringen? Achso, jetzt bin ich wieder zurück. Okay, ich muss auf jeden Fall hier unten bleiben. Trotzdem würde mich's gerne interessieren, wo... Finde Kuhns Meisterwerk im Atrium und setze dein Foto in einen der Rahmen. Das ist jetzt genau hinter mir. Okay. Gut. Ja, trotzdem ein bisschen crazy. Was haben wir hier noch? Hier, Kuh ins Kästchen. Okay, das ist dann mal nicht. Doch, ich blick's nicht. Ich mache mal einen Tick an. Geh wieder ins Atrium, nähere dich auf der kleinen Bühne und aktiviere einfach einen der Rahmen, um dein Foto einzusetzen. Nähere dich Kuh ins Meisterwerk auf der kleinen Bühne. Ah. Hier. Yeah. Töte Martin Finnegan. Der mit seiner kleinen Motte regt er mich ja langsam echt ein bisschen auf. Ich fühle mich hier nicht nett bei der ganzen Sache. Aber naja, was ist denn unsere Aufgabe? Töte Martin Finnegan. Kuhn will, dass du Martin Finnegan findest und ihn wegen seines Meisterwerks tötest. Finnegan wurde in einem vereisten Abschnitt der Poseidon Placer eingesperrt. Okay. Gut, dann müssen wir den jetzt finden. Und das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge, weil das kann sein, dass es ein bisschen länger dauert. Aber wir haben jetzt schon mal hier so ein schönes Meisterwerk eingerichtet und sieht doch auch gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen leer, wenn wir das noch füllen. Dann passt es. Gut. Der Kuhn, die kleine Motte. Haben wir hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Die Armbrust. Ui. Eine Armbrust. Wie geil. Wir haben tatsächlich eine Armbrust. Aber bloß zwei Bolzen. 8, 10, okay. Nicht schlecht. Und war das, was gerade eben im Chat stand? Haben wir hier, können wir hier noch was? Nee. Gut, dann würde ich sagen, war es das für die sehr produktive Folge, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben schon einiges hingekriegt. Und jo, würde ich sagen, ich speichere hier mal ab, zurück zum Hauptmenü, ja. Und wir machen eine neue Speicherdatei. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Bioshock. Bis dann, mach's gut, tschüss.